Ihr hattet mich gefragt, wie man denn die Außenspiegel einstellt. Die sind ein bisschen schmutzig, aber das ist jetzt egal. Ihr habt hier dieses Rad. Also hat nicht jeder. Es kann auch sein, dass ihr die manuell habt. Dann habt ihr vielleicht so einen kleinen Griff, mit dem ihr den dann hin und her drehen könnt, bewegen könnt. Aber bei neueren Autos habt ihr hier diese Elektronik. Die dreht ihr dann. 0 ist neutral. Auf L für links. Und dann könnt ihr dieses Ding hier nach links und rechts bewegen. Seht ihr das? Und sofort reagiert der hier. Seht ihr das? Das ist ein kleiner Motor. Und der bewegt den Außenspiegel. Ganz bequem. Und wenn ich hoch und runter mache, geht auch. So sehr einfach. Und ihr solltet den so einstellen, dass ihr immer links das Auto seht, euer eigenes Auto. Also die Außentür sehen wir jetzt ganz gut. Ein bisschen. Und dass ihr nach hinten gucken könnt, gerade nach hinten. Ja, ich sehe bis hinten diese Halle, kann man gut erkennen. Blick nach rechts. Ich sehe auch die äußere Tür hinten und ich kann auch weit nach hinten schauen bis zu der Halle. Das ist es schon. Also ich kann mal nach rechts 0 rechts einstellen. Jetzt drücke ich nach rechts, nach links, nach unten, nach oben. Ja, also so ist es auch sehr gut. Und das erinnert mich immer an so einen kleinen Joystick, wie früher bei den Computerspielen oder heute immer noch. Ja, also ganz bequem. Und das ist es schon. Einfach einzustellen, diese Außenspiegel. Und Rückspiegel habe ich ja schon mal erklärt. Auch so, dass ihr euch so ein bisschen seht und den kompletten hinteren Bereich abblicken könnt. Das heißt, ihr sitzt auch gerade, ja, und dann solltet ihr den gesamten hinteren Bereich im Blick haben. Manchmal macht es noch Sinn, die Rückpolster runterzustellen, dass ihr mehr seht. Ja, und diese drei Spiegel, 1, 2 und 3, die sollten immer so sein, dass ihr hinten alles so weit wie möglich erkennen könnt.